so Moxie. Hallo nochmal, Moxie. Jack schickt mich. Hey, Athena. Lange nicht gesehen. Seit der Sache mit Nox. Siehst gut aus. So, danke. Jack schickt dich, was? Muss ihn ja schwer gewurmt haben. Aber keine Sorge, vorbei ist vorbei. Was braucht er von mir? Dahl-Soldaten blockieren die Verteidigung der Helios mit einem Störsignal. Wir müssen es finden und abschalten. Du willst ein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echo-Türmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Die finden die Quelle. Dann kannst du das Signal abschalten. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Du wirst es bald verstehen. Hole die Mondsteine! Vom Claptrap persönlich, oder was? Okay. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Borderlands Pre-Sequel. Und nachdem in der letzten Folge, ja, ich weiß auch nicht, das Interface meine mein Mauszeiger geschluckt hat. Ich weiß auch mittlerweile warum. Es ist aber leicht peinlich. So, wir müssen irgendwie da hinten hin, aber das geht nicht hier raus. Sondern das ist irgendwo hinter dem Aufzug. Ja, zwei Kisten. Wenn da mal was Brauchbares drin wäre, dann wäre es auch toll, aber nein. So, es ist irgendwo hier hinten. Moxie sagt, du sollst ihre Mondsteine abholen. Ich glaube, ich habe sie in der Bank hinterlegt. Du kannst sie dir dort holen. Ich bin kein großer Fan der Bank, aber sie ist nützlich. Man kann dort Sachen bunkern, die man nicht mit sich rumschleppen will. Aha. Jo, eine kleine Lerneinheit, aber das kennt man schon aus Borderlands 2. Die Bank, in der man Sachen lagern kann. Ehrlich gesagt, ich hab's nie gemacht. Favid Provocateur. Das ist eine SMG und... einlagern, die du mit anderen tauschen willst. Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgelegt hat. Tu sie einfach. Weiß ich nicht. Tu sie einfach rüber? Ich will aber keine Waffe tauschen. Ich will sie zusätzlich mit rübernehmen. Okay. So geht's auch. So, du hast den Safe entdeckt, benutze den Safe, um Objekte aufzubewahren, die du später noch einmal brauchen könntest, aber nicht dauernd mit dir rumschleppen willst. Oh ja, wir vergrößern einfach unser Inventar, wie bei Borderlands 2 und dann ist gut. Oh, hallo, was haben wir denn hier Schönes entdeckt? Ein Zimmerchen, ganz verlassen und mit, naja, wenigstens ein bisschen Geld. Bürger von, na, Bürger von... Concordia. Okay, einfach so. Primitiver Bürger, der versucht scheinbar seine Stereoanlage anzuschließen. Du hast einen Granatenmod erhalten. Granatenmods können das Verhalten deiner Granate in hohem Maß beeinflussen. Halte nach neuen Granatenmods Ausschau, die deine Granaten mit verschiedenen Fähigkeiten und Eigenschaften ausschütten. Na gut. So, was haben wir denn hier bekommen für einen Granatenmod? Granatenschaden schlägt Atemmasken, verursacht bei Duellen 50 Sauerstoffschaden beim Gegner, verursacht eine Standardexplosion. Aha. Hier geht halt vieles, wie mir mittlerweile scheint, um Sauerstoff, da wir ja, naja, in keiner atembaren Umgebung sind. Rote Mondsteine aus dem Versteck soll dann wohl irgendwo da hinten sein. Aber zuvor, ich möchte eigentlich echt gerne die Sachen hier loswerden. Den brauchen wir nicht. Ich würde gerne mal die Firestarter anlegen, fällt mir gerade ein. Ich möchte mal probieren, weil ich habe nämlich gelesen, dass... Hallo? So, hier rein. Ah, so schießt die also. Hm. Müssen wir mal gucken, ob die tatsächlich effektiv ist, ob man sie brauchen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber man kann es ja mal testen. Nö, ne, dann wird es auch schon nicht langweilig. Oh, Moment. Haben wir wieder geschlossene Schränke. Herumschnüffeln. Achievement erhalten. Teil-Achievement. Nennt es wie ihr wollt. Und hier haben wir noch einen Mülleimer mit Geld drin. Und wir müssen, glaube ich, da nach oben. Hier oben soll also das Versteck sein, oder was? Ah. Richtig. Ich hatte die Mondsteine was zum... Typisch, was? Im
ernst? Der sollte sich selbst verwarnen, wegen Blödheit. Du hast den Zollschrank gefunden. Im Zollschrank kannst du Objekte aufbewahren, auf die all deine Charaktere Nimm zugreifen die können. Und bring sie zum Ach Schlachtmarkt. So. Check dein Echo. Zeig die Mondsteine dem Typen da, dann kriegst du, was du brauchst. Auch das kennt man ja schon aus Borderlands 2. Das charakterübergreifend Waffen zur Verfügung gestellt werden können, die man hier vielleicht nicht braucht, aber eventuell. Dort immer zufällig auf mich zu treffen. Ja, zufällig. Egal. So, genau, richtig. Charakterübergreifend ist ja im Endeffekt auch keine schlechte Idee, wenn man es mal so nimmt. Tausche Mondschein gegen Transmitter. Nein. Irgendwo hier unten. Hat natürlich in Borderlands 2 mir persönlich ehrlich gesagt nicht ganz so viel gebracht, da ich prinzipiell nur. Wie viele Charaktere hatte ich? Drei? Und die ja nicht recht unabhängig voneinander gespielt habe. Einer war im Prinzip Multiplayer-Charakter. Ah, das ist also der Schwarzmarkt. Yay! Rucksack-Upgrade für zwei. Nee, für vier. Ja, Crazy Earl kommt herum. Es ist nützlich, ihn zu kennen. Bring ihm die Mondsteine, dann gibt er dir, was du brauchst. Okay, was ist das drüben? Rucksack. Das sind dann nochmal vier. Erhöht dauerhaft die Anzahl von Objekten, die du in deinem. Ich melde mich, wenn du den ersten Transmitter platzierst. Ja, warum nicht? Das wären dann schon mal fünf. Rucksack, SDU. Erhöht dauerhaft die Anzahl an. Nochmal um drei? Nein, ich denke mal nicht. Ich denke mal, wir werden. Ich bin tendenziell eigentlich hier eher so der MG-Typ. Und was haben wir hier noch? Haben wir hier auch irgendwas fürs Schild? Sniper, ja, für die Sniper. Die habe ich ja auch noch im Pedo. Okay. So, dann hätten wir das soweit ausgegeben. Kommt man hier auch irgendwie. Du willst mir jetzt gerade echt nicht sagen, dass ich hier tatsächlich nur mit. Echt jetzt? Okay, man kommt hier tatsächlich nur. Moment, was ist das? Man kommt hier tatsächlich nur mit Escape raus? Die sieht schon nett aus, wenn man das mal so nimmt, so von vorne. Der Schmollmund, das sieht brauchbar aus. So, ich will hier aber raus und ganz ehrlich, ich komme hier tatsächlich nicht raus, außer ich würde tatsächlich jetzt. Das ist doch. Echt. Okay. Machen wir einfach. So, da sind wir wieder. Ey, das ist zum. Es ist ein bisschen. Ich glaube, ich muss echt mal ein anderes Aufnahmeprogramm probieren. Beispielsweise wie Dextory. Mit Fraps ist halt das Problem, wenn ich auf Escape drücke und ein Menü verlasse, wenn ich das nur durch. Ja, dann hat halt. Ich will bei dir nichts. Nee, das ist unbrauchbar. Die verkaufen wir. Gut, den Rest behalten wir erstmal. Wie viel Platz haben wir? 7 von 15. Aus dem Schwarzmarkt kommt man halt eben nur mit der Escape-Taste raus und das würde meine Aufnahme unterbrechen. Ist halt natürlich dann an der Stelle sehr unangenehm. Lässt sich aber im Endeffekt nicht vermeiden. Ich schicke dir einen Wegpunkt. Er zeigt, wie ich versuchen würde, da hochzukommen. Einfach, weil ich so nett bin. Du bist nett. Was? So, wir müssen nach da oben. Der bringt uns nix. Was haben wir denn hier? Für eine Maschinerie. Lass uns mal. Wir müssen nach oben, aber. Das muss doch hier sein, oder? So, hier komme ich nicht durch, glaube ich. Nein. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. So, so, hast du das? Müssen wir da nach oben, oder? Kann aber eigentlich auch nicht sein.
Nein, ich glaube, ich bin hier gerade kräftigst auf dem Holzweg. Was war denn hier unten Schönes? Ein paar Saves. Und... Oh, wahrscheinlich. Ich dachte schon, wäre was Produktiveres. Aber nein, oh nein. Was haben wir denn hier hinten? Hoch komme ich deswegen trotzdem noch lange nicht. Ah! I see. Da hinten geht's nach oben. Dass man erst solche Umwege laufen muss, ja, Hust. Na gut, es ist halt eine riesige Station, kann man ja akzeptieren. Ich tue es eigentlich eher weniger. So, befestige Mr. Ermitter am ersten Turm. Wäre wohl irgendwo hier drüben. So, einer ist dran. Aber sie ist nicht sehr stabil. Könntest du dem Ding einen Klaps verpassen? Zertrümmern? Schon besser. Gib mir eine Sekunde, damit ich hier alles herrichten kann. Okay, es scheint noch ein bisschen an der Technik zu hapern. Nicht persönlich. Sie hat wen geschickt. Ich sag's dir nur, weil du's wissen wolltest, wenn jemand sie abholt. Und hat sie was über mich gesagt? Na, siehst du, was ich meine? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf dein Echo. Okay, wir brauchen einen zweiten Turm. Der ist irgendwo da hinten. Okay, ich glaube, hier hinten sollten wir rumkommen. Über den Fahrstuhl. Auf die andere Seite. Hier sind wieder zwei versteckte Kisten. Wow, nein, nach unten. Okay, nichts Brauchbares drin. Auch hier oben steht ein Mülleimer, wo man hier überall Mülleimer stehen hat. Das ist Wahnsinn. Ah, oh, oh. Schalte den Elektrozaun ab. Gut, hier ist ein Kabel, was hier rüber geht. Wir müssen das Kabel verfolgen. Ah, das kennt man schon aus dem Vorgänger. Ich muss, glaube ich, da hoch. Ne? So. Nein, nein, einfach nur nach oben. Nur nach oben. Hervorragend. Dankeschön. Was ist das? Deaktivieren. Hat aber nichts mit dem... Ah, I see. Ah! So, Zaun sollte weg sein. Und irgendwas kann man hier deaktivieren. Ich habe... Ach, aktivieren die... System Control Station. Ah, gilt das für die Rakete da drüben? So, Schränke leer machen. Nichts Brauchbares drin. Perfekt, jetzt funktioniert's. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Oh ne, Schwesterina. Oh nein, die russische Prinzessin. Aus der Krankenstation. Hey, Nina, wie geht's? Transmitter funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Von vorn? Heißt? Was? Über dem Büro des Bürofs ist ein Turm. Versucht er hochzukommen. Leichter gesagt als getan, eventuell, aber vielleicht habe ich da hinten Glück. Ich habe gesehen, dass es die höchste Stelle soweit eigentlich sein müsste. Müsste ich eigentlich auch. So, dann wäre das da hinten, oder? Diese riesige Antenne da. Ja, ich sehe es schon. Das unerlaubte Betreten von Staatseigentum wird mit sofortigem Tod geahndet. Danke. Flieg nach runter! Ich hätte die Geschütze erwähnen sollen. Du musst sie zerstören. Aha. Danke, dass du mir das jetzt sagst. Dann können wir gleich mal die Waffe hier ausprobieren. Ja, schlecht ist sie ja prinzipiell nicht. Die ist wirklich nicht schlecht. Jetzt mal ehrlich. Oh, da oben ist es. Und tschüss. Es war einmal ein Geschütz, das meinte, es könnte auf mich ballern. Ja, sieht aus, als hätten ein, zwei Kugeln die Relaiskupplung beschädigt.
Sieh mal bei den Geschützen nach, ob du Ersatz dafür findest. Eine was? Das ist ein Ding, das macht, dass der Transmitter wieder geht. Das ist... Das ist ein Ding, das macht, dass der Transmitter wieder geht. So, zack. Jawohl. Jetzt muss ich nur noch... Doc, du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Ja, alles klar. Dann kriegen wir wieder die Pornogeschäfte von Brief mit. Wie eklig. Ich sag all meinen Gästen ganz klar, dass Serena nicht dazu da ist, um... Ich kümmere mich später um den Brief. Okay, alles bereit, wie es scheint. Geh zu der Steuereinheit, die ich auf deinem Echo markiert habe. Aktiviere sie, dann können wir den letzten Scan starten und das Signal orten. Ah, ist da drüben. Ja, liebe Leute, auf dem Weg dahin verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zusehen heute und freue mich schon auf die nächste Folge, wenn ich hier wieder eine Runde Borderlands spielen darf und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Gibt ihr schon Anfragen zwecks gemeinschaftlichem Spielens? Wird in den nächsten Folgen auch noch kommen. Wir haben ja teilweise schon gespielt. Ja. Wer mit will, der sollte natürlich den Wunsch äußern, ob mit oder ohne Aufnahmen, sag ich mal, an der Stelle noch ein bisschen begleiten mit. Wer keine Aufnahmen haben möchte, sollte das dazu sagen, dann spielen wir mit dem privaten Account, würde ich sagen. Hat jeder so irgendwo auch für den einen oder anderen Zweck. Wir müssen runter. Irgendwo da unten müsste es sein. Was? Rein oder raus. Das wäre alles. Okay? Nein! Wie ist denn der Typ drauf? Das ist total frustrierend. Geh wieder zu Moxie. Die hat immer geheime Ausgänge. Klassiker. Ach, Jack. Du bist eben ein Schmutzfink, wie er im Buche steht. Na gut. Bevor es hier zu schmutzig wird, verabschiede ich mich jetzt wirklich. Tschüss.